Und weiter geht es mit einer wunderbaren Folge Return to Moria. Wir sind langsam aber sicher auf dem Weg zum Kristallstieg. Wir haben aber noch hier ja einen Weg, den wir noch nicht erforscht haben. Da will ich ganz gerne nochmal reinschauen. Wir haben ein paar Orks in der letzten Folge nochmal weggeklatscht. Und wir haben noch ein bisschen Kram, was wir erstmal einsortieren müssen. Also ich würde sagen, wir machen uns mal kurz eben auch was zu essen, weil wir sind erschöpft. Der gute alte Zwerg ist erschöpft vom harten Kampf. Das sollte passen. Und wir haben wieder ein paar Edelsteine. Oh ja. Das sieht doch gut aus. Und Gold. Läuft doch, es läuft doch. Wir haben mittlerweile ein paar Diamanten bekommen. Was will man mehr? Ich nehme mir mal, wie gesagt, immer so ein paar mit. Hier ist noch ein Edelstein. Ups. Hier auch. Ansonsten war es das, was Edelsteine angeht. Dann haben wir noch einen Haufen Erze. Auch nicht verkehrt. Ich muss das irgendwie bisschen anders sortieren. So ist ein bisschen besser. Ich habe sehr viel Zinn. Also Zinn werde ich, glaube ich, gar nicht mehr sammeln müssen. Boah, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ein paar Steine. Aha. Ein bisschen Kohle nehme ich mit, klar. Nahrungskiste. Wir haben Honig. Hier Samen. Vielleicht sollten wir auch noch eine extra Kiste für Samen machen, weil langsam aber sicher wird die Nahrungskiste ziemlich voll. Genau. Ja, okay, wir müssen das ein bisschen besser trennen. Ich mache mal eine Kiste, wo erstmal nur die Kohle drin ist. Oder nee, warte mal, Kohle kommt zu Holz, würde ich sagen. Alles reingehauen. Oh ne, hier ist ein Stack. Gut. Bin schon gewundert. Dann Stoff kommt in eine extra Kiste. Stoff und Metall, würde ich sagen. So, und zwar. Wir können das hier so machen. Hier sind die Seile. Ja. Wir müssen nicht alles an Metall mitnehmen. Zweite Reihe Metall. Dann kommt Stoff, Hautfetzen und Leder. Für den Anfang passt das doch soweit. Sehr gut. Da sind wir wieder sauber im Inventar. Sieht das gut aus? Dann können wir erstmal eine Runde schlafen gehen. Später morgen. Aber er ist erschöpft. Er muss schlafen. Der alte Zwerg ist leider erschöpft. Obwohl, so alt ist er gar nicht. Der andere war alt. Der junge Zwerg. Junge Zwerg, genau. Ein Zwerg ist ja definitiv jung. So, dann hau die mal rein. Reicht einer? Oh, perfekt. Na dann. Zack, zack. Und weiter geht's. Dann sind wir wieder richtig frisch am Start. Und ich sehe gerade, ich muss die einzigartige Fackel, ich weiß nicht, wie man die richtig ausspricht, die muss ich auf jeden Fall jetzt noch erstmal ausrüsten. Oh ja, ich liebe die. Die habe ich so vermisst. So, also wir kamen von dort, glaube ich. Warum ist hier... Ach, guck mal, die brauchen wir sogar. Warte mal, dann können wir kurz... Waldläufer können wir jetzt mal eben machen. Gut, warum nicht, ne? Wäre schade, wenn wir es nicht machen würden, weil da fehlt ja genau eine Seite und wir haben die. Ist ja direkt hier. Aha, okay, ich wollte schon sagen. Gut. Alchemie-Destillierapparat haben wir. Alles klar. Hier war nichts mehr drin. Dann geht's jetzt weiter. Gut, gut, dass wir das gemacht haben. Haben wir hier schon mal das Waldläuferlager erledigt. Ich weiß nicht mehr, sind wir von da gekommen? Ich glaube ja. Aha, ja, natürlich. Hier sind wir durch den Troll einmal durch. Können wir das mal weghauen. Dann runter, rechts, hoch, rechts. Alles klar. Let's go, würde ich mal sagen. Die ausrüsten eigentlich? Nee, ne? Muss nicht sein. So, einmal durch hier bitte. Das heißt eigentlich Kristallstieg. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendetwas finden. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Haben wir nochmal Kohle. Kohle haben wir eigentlich mehr als genug erstmal, ne?
Kohle bin ich erstmal bedient. Gehen wir rechts rum? Ich würde sagen, ja. Oh, nicht reinfallen. Lieber Zwerg, nicht in den Schatten, bitte. Ich hätte so Lust auf einen weiteren Teil hiervon, ne? Oder dass die Story weitergeht, aber mein Gefühl sagt mir, die wird weitergehen. Oh, bin ich hier falsch? Ist man hier gar nicht lang. Ist hier noch ein Weg? Warte mal. Hier war ich ja schon. Also einmal so im Kreis kann man laufen. Aha. Das heißt, wir müssen hoch. Oder? Scheint mir so. Es scheint mir so, als ob wir hoch müssten. Na dann. Geht's nach oben. Ich hätte eigentlich mal ein bisschen sammeln können. Egal. Machen wir gleich. Da komme ich natürlich nicht so gut hoch, ne? Wir können ja. Steine, soll ich nochmal Steine sammeln? Ich glaube, es reicht. Stein muss jetzt nicht unbedingt sein. Können wir den hier anschließen direkt? Das wäre natürlich nett, aber... Will er nicht, aber hier. Gut. Dann halt so. Was soll's. Ach, das ist mir jetzt aufgefallen mit der Fackel. Dann nimmt ihr die Fackel im Mund. Das ist cool. Mir vorher irgendwie nie aufgefallen. So, sieh mal einen an. Gut. Dann geht's jetzt erstmal schön zurück. Überprüfen wir den anderen Weg. Schauen, ob noch irgendwas Interessantes ist, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Aber wer weiß, ich lasse mich überraschen. Dann geht's runter zum Kristallstieg. Da brauchten wir... Ah, nee, den habe ich ja schon repariert, genau. Brauche ich gar nichts mehr. Brauche ich überhaupt nichts mehr. Das heißt, wir könnten sofort runter. Ah, und dann Edelsteine. Obwohl, Edelsteine habe ich eigentlich genug. Da muss ich zum Glück nicht in die Tiefen rein. Oh, ich hasse diese Tiefen auch. Bin ich froh, dass ich da nicht mehr rein muss. Okay. Dann nach oben. Ach. Ich hätte direkt hier hin können. Okay. Mein altes Lager. Also was heißt mein altes Lager? Mein aktuelles Lager. Oh, jetzt bin ich unnötig gelaufen. Hätte ich mal vor auf die Karte geschaut. Aber gut. Haben uns mal ein bisschen die Beine vertreten. Hätte ja sein können, dass wir noch irgendetwas übersehen. Aber wir mussten ja so oder so Diamanteneimer zurück in die Tasche nehmen. Laufen wir mal hier lang. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was da noch sein könnte. Aber da ist definitiv noch ein Weg. Zu 100%. Bin extra nicht dadurch, damit der offen bleibt. Warte mal, wir können direkt von hier durch, glaube ich, ne? Besser. Dann schauen wir mal. Aber wie gesagt, auf einen Teil oder die Story eher gesagt weitergeht, hätte ich so Bock drauf, dass man irgendwie draußen bauen kann. Oder keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr habt doch auch Bock drauf. Ich weiß es doch. Das ist ein Hafer, kann nicht schaden. Ich mache mir noch eine Fackel. Ist trotzdem ganz gut, ne? Schon Unterschied, muss man schon sagen. Da springe ich einmal durch. Autsch. Da ist der Dampf. Ja, genau, da hinten war nochmal so ein Höhlensystem, ne? Boah, hier habe ich auch ordentlich gesammelt. Ah, das Schöne ist keine Horden mehr. Oder? Ach nein, das Tor. Aha, aha, aha. Ja, ja. Hier war einfach nur das Tor. Ach man, jetzt bin ich umsonst hier hingelaufen. Ich habe hier auch schon mit Arik geredet, glaube ich, ne? Ja gut, ich will jetzt nicht den ganzen Weg zurücklaufen. Ich würde sagen, wir machen hier mal einfach ein Lager und lassen das auch hier. Ich würde sagen, das passt schon. Nennen wir das einfach mal. Boah. Ja? Ey, lass mich mal einfach nur gehen. Ich habe gerade keine Lust auf dich.
Ja, schwarze Diamanten. Wir werden ja in Zukunft noch ein paar bekommen. Ich habe hier ein paar aus den alten Büchern mitgenommen. Nicht so viel, aber ein paar. Das ist schon mal eine gute kleine Hilfe, würde ich sagen. Können wir die noch abbauen? In der Realität brauchen wir den eh nicht mehr, ne? Nö, schade. Schade, schade. Ja, dann geht's runter. Schauen wir mal. Nein, nein, hallo, hallo, nein, 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 nein. Das machst du bitte nicht. Danke. Ja, er nimmt ihn in den Mund. Vorher nie aufgefallen. The crystal descent is beautiful. But what is in the lower deeps? Ja, sieht aber echt schön aus, muss man schon sagen. Als ich das erste Mal gesehen habe, muss ich auch sagen, sah sehr schön aus. Ich denke, sieht immer noch schön aus, ne? Muss man schon sagen, da hat der Mann Recht und Geschmack. So, Sturzangriff. Klar. Okay. Hauen wir direkt mal das Nest hier weg. Natürlich erstmal daneben schlagen. Genauso muss es sein. Sollte ich mir noch ein bisschen Quarz mitnehmen? Warte mal, ist das Kohle? Nee. Können wir erstmal stehen lassen. Wir nehmen uns ein bisschen mit. Pilze, warum nicht? So, dann geht's weiter runter. Oh ne, wir können direkt den hier machen. So. Benutzen wir nichts, benutzen wir, sammeln wir noch ein. Ich hätte jetzt irgendwie die Strickleiter im Kopf wegen benutzen. Ja, das machst du gut, machst du sehr gut, wunderbar. Einmal abspringen, ja, natürlich, natürlich. Er hält sich wieder fest. Okay, wo wäre es am besten runter? Ich würde sagen, direkt einfach hier. Aha, schön in den Schatten natürlich. Genauso liebe ich es. Ist hier ein Weg? Wo ist hier? Warte mal. Das müssen wir jetzt einmal überprüfen, Leute. Da. Irgendwas hinter sein. Es geht ziemlich tief rein. Hä? Ach so, ein Spinnennest. Au! Ja, ja, okay, okay. Ich kriege erstmal einen Haufen Schaden. Ja, noch nicht auf. Ja, da habe ich einfach nur auf die Fresse bekommen. Das war natürlich nicht so geil. Aber gut. Bisschen Schläge muss man auch ab und zu mal kassieren. Da hätte ich mal lieber nicht reingeschaut, aber gut. Dann geht es einfach nur schnell nach unten. Ich habe mich halt gewundert, weil das so groß war und so. Ich dachte mir, oh. Wollen wir mal rein, aber das war ein Fehler. Man sollte nicht überall seine Nase reinstecken. Seine Zwergennase. Einfach runter. Ja, super. Ja, komm, wir halten einfach drauf, was soll's. Nein, brauchst du nicht. Du hast schon eine recht vernünftige. Du hast doch schon eine recht vernünftige Waffe. Du musst jetzt nicht übertreiben. Genau, und hier unten gibt es dann langsam auch dieses Holz.
Da hinten ist auch nur relativ unnötig. Wie für die, die es noch nicht gesehen haben, hier können wir auch einmal dran gehen. Ein Weg hinab in die Tiefe. Luft trägt einen Hauch vollen Sitzig. Ja, das hatten wir doch schon. Das hatten wir doch schon, Leute. Ihr baut ja wieder so schief irgendwie. Das Bausystem ist manchmal ziemlich seltsam hier in diesem Spiel. Aber gut. Damit muss man wohl leben. Ja, aber wir sind da lang. Wieder spinnen oder was? Ein Augenblick, Mann. Wo landen wir denn hier? Mal kurz hier schauen. Was machst du denn da? Hä? Da geht's auch noch mal irgendwo. Wie? Nein! Ah, mach mir. Was macht der da? Hält sich auch nicht fest. Was macht dieser Zwerg hier schon wieder mit mir? Lebensmüde, ich glaube ja. Lass mich raten, dahinter sind Spinnen. Wir schauen trotzdem. Natürlich. Hallo und tschüss. Hier kommen wir wieder an derselben Stelle raus, ne, eigentlich. Ach so, hier. Ne? Aha, okay. Verstehe. Na gut. Das war jetzt nicht so geil. Da bin ich wieder in eine Falle reingelaufen. Die mich gerade so schön bespuckt haben. Oder nee, es waren andere, ne? Aber gut, Spinnen reichen mir. Mit Spinnen will ich erstmal nichts zu tun haben. Bin eh bald mehr als genug für ein wenig richtig runter. Ah, doch. Wollte schon sagen. Sehr schön. Und zack. Zack. Alles klar. Und dann sind wir da. Schon sind wir da, Leute. Dann reparieren wir den mal eben. Ich glaube, den müssen wir jetzt nicht unbedingt benennen. Armer Kerl, ja gut. Die alle sind irgendwie arm, ne? Sind ja alle irgendwie hier drauf gegangen. Nein. Nein, ich will das sammeln. So. Also, ich habe doch hier, genau. Hier können wir schon mal ein bisschen Holz sammeln. Für den Webstuhl, das ist schon mal sehr gut. Sollten wir schnellstmöglich machen. Dann können wir uns noch ein bisschen aufbessern, aber wir brauchen jetzt als nächstes auf jeden Fall Salz und Harz. Soweit ich mich erinnern kann. Honig kann auch nicht schaden. Wenn wir schon hier sind, können wir das auch eben sammeln. Oder was mit hier? Zeit ist ja da. So, hier nochmal. Ich habe schon jetzt schon gesammelt. Na gut, 12 ist schon mal nicht schlecht. Damit kann man schon mal was anfangen, aber ich nehme noch einmal hier abends hin, müssen wir nichts sammeln. So, hier können wir auch einmal zu lang. Weg, danke. Ist ja immer noch da die Leiche. Verschwinden die nicht? Ich das irgendwie im Kopf immer, dass sie verschwinden. Habe ich gerade einen Denkfehler? Das könnte sein. Gut, dann durch hier.
Ah, der Weg ist aber diesmal anders. Als ich damals im Kristall stieg, da war hier so ein großer Raum. So war es auf jeden Fall nicht. Sieht schon mal anders aus. Ich brauche... Ah, warte mal, ich könnte jetzt auch die bessere Hacke machen, ne? Einen Augenblick, mal schon mal ganz kurz schauen. Rezepte, Schmiede. Ja, wir könnten uns die schon mal machen. Wie wäre es, wenn wir erstmal zurückgehen, uns reparieren, bessere Hacke holen und schon mal Silber und sowas mitnehmen? Ich glaube, das wäre nicht verkehrt. Gut, dass wir ja schon einiges an Holz bekommen haben. Sollte, ich hoffe, dass es alles ausreicht. So, ich muss erstmal einen Schluck trinken, Leute. Immer schön trinken, Leute. Nie das Trinken vergessen. So, okay. Können wir da mal kurz wegpacken. So, Edelsteinschneider brauche ich erstmal, oder? Mal, wo ist sie? Edelsteinschneider. Oh, er hat Hunger. Dann hau mal rein. Quatsch, falsch. Was kann ich die überhaupt machen? Ah, nee. Ah, doch. Glück gehabt. Edelsteinschneider, den packen wir doch dann einfach mal. Hier hin, so. Wert des ersten Zeitalters. Aha, aha, das machen wir jetzt aber nicht. Ich will erstmal die Hacke, bevor ich hinter meinen Kram ausgebe und dann die Hacke nicht mehr machen kann. Dankeschön. Hey! So aber nicht. Gut, dann können wir die andere wegpacken. Geil, dann können wir schon mal Granit und so abbauen. Sehr nice. Das heißt, wir könnten uns vielleicht schon mal so langsam auf den Baseball vorbereiten. Das klingt doch gut. Habe ich irgendwie Edelsteine hier drin? Nee, aber okay, die würde ich sagen, optisch passen die hier auch rein. Machen wir mal so. Sehr viele Steine, aber die nehme ich erstmal mit. Ich weiß nicht, ob wir jetzt direkt Granit brauchen oder noch Steine. Bin ich mir gerade ein bisschen unsicher. Wow, wir haben sehr viele Seile, ich sehe schon. So an Seilen mangelt es uns überhaupt nicht. Noch mal rein. Ist alles Nahrung. Komm, können wir mal den hier machen. Erstmal. Ich habe auch sehr viel Holz. Holzkohle hauen wir mal komplett nach unten. Ja. Hauen wir hier rein. Und dann sollte das reichen. Zack. Gut. Das sieht doch vernünftig aus. 5 schwarze... Ach ja, ich habe ja einen ausgegeben gerade, genau. Also einen weiteren würde ich gerne mitnehmen. So. Jetzt wir schlafen. Oh, dann wir morgen. Ich würde ungern schlafen jetzt eigentlich. Honig rein. Federn habe ich noch, genau. Federn, Federn. Zack. Also, Schwert des Zeitalters, Rubin brauchen wir, Leder und Silberbarren. Ja, gut. Und wir können ja, wenn ich noch genug habe, den Webstuhl kann ich leider nicht machen. Da brauche ich auch Silberbarren. Ja, gut. Muss ich dann erstmal sammeln. Hier haben wir schon gelernt. Sehr schön. Uns geht's gut. Wir sind frisch. Außer 2 Ausdauer fehlen, aber ich glaube, wir kommen so erstmal klar. Edelsteinschneider. Irgendwas zeigt ihr mir noch an. Was war Rezepte? Brecher? Ich hab schon. Legendäres Meisterwerk. Ach, den hatte ich früher gar nicht gemacht, ne?
Hä? Hatte ich den vorher nie gemacht, ne? Den Brecher. Was ist das Ding? Ach, krass. Nö, ich will aber die Fackel behalten. Dann brauche ich den Brecher eigentlich. Rein theoretisch brauche ich den nicht, ne? Packt man damit nur ein bisschen besser? Dann ist mir das egal. Weil lieber habe ich so ein bisschen Licht dabei. So. Dann geht's weiter. Dann können wir jetzt ein bisschen rein. Können sogar nebenbei direkt ein bisschen Silber sammeln und sowas. Perfekt. Und Gold müssen wir dann eigentlich auch schon rauskriegen, oder? Nee, Gold war mit Adamant, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ja, super. Jetzt habe ich nur 3 Ausdauerbalken. Ist doch ein bisschen wenig. Aber na gut. Ach, ich mag es aber lieber morgens unterwegs zu sein, ne? Mag es lieber morgens. Und neues Lied. Geht's diesmal wieder? Ich glaube nicht. And once our work is finally done, oh, doch. Ale in my hand by the heart, when the ale is gone, forever or once more, forever or once more. Oh, es geht wieder, Glück gehabt. Ich wollte schon sagen, also wir müssen jetzt auf jeden Fall auch einen Haufen Granit immer mitnehmen. Am besten nehmen wir so möglichst viel mit, wie es geht, weil wir werden es später so oder so zum Haufe brauchen. Und auch für den Basebau würde ich gerne Granit benutzen, ne? Jetzt haben wir natürlich wieder diesen geilen Horde-Timer. Wer hat ihn vermisst? Ich nicht. Aber gut, das heißt, wir müssen schnellstmöglich wieder ein paar Orks auslöschen. So, jetzt haben wir erstmal ordentlich Granit. Sehr gut. Eine Statue schon mal da hinten. Oh, guck mal, Luxus. Oh, guck mal, direkt Harz. Also in diesem Spielstand habe ich auf jeden Fall einiges mehr, was Glück betrifft. Muss man schon sagen, direkt Harz sogar, geil. Weil das hatte ich ja im anderen Spielstand echt spät bekommen, Harz. Das war eine Qual, Harz zu finden am Anfang. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Und noch ein Liedchen, aber nee. Weil das, der Buddelband ist noch aktiv. Ich denke, da wird es erstmal nichts mit dem Lied. Oh, Granit nehmen wir auch einen Haufen mit. Davon kann man nie genug haben, Leute. Davon brauchen wir jede Menge. So. Wenn wir schon so dicke Granitadern haben. Ja, aber mit der normalen Fackel, das macht schon einen großen Unterschied, finde ich. 2 Lichter hat schon was. Ist schon nicht schlecht. Gut, das genügt. Brauchen wir hier noch Stein oder was schon Granit? Ich weiß es nicht. Ja, Steine noch, sehr gut. Wunderbar. Lässt bloß keinen Stein auf den Kopf bekommen. Und hier brauchen wir jetzt wieder Figuren. Hey, das wollte ich nicht machen. 7 Stück. Alles klar. Dann geht's weiter. Aha, hier haben wir aber ein paar Orks. Und was haben wir hier? Eisenerz mit Grün. Irgendwelche Edelsteine noch. Die waren vorher auch nicht hier. Also das Gebiet sieht gleich aus, aber die Gegner waren hier nicht. Oder waren die doch hier? This must be it. The ancient pilgrim road Arek spoke of. I hope it still leads to the eastern stairs. The way back up. So. Im ersten und zweiten Zeitalter machten sich Zwerge aus ganz Mittelerde auf eine lange Reise, um Durins Tag zu feiern. Der rituelle Weg beginnt am Spiegelsee, in dem Durin das große Zeichen erblickte.
Dann steigt er über die Osttreppe zum Grab der Königin ab und führte durch die Niedertiefen bis zur Bibliothek am Oberlauf des Kimbunmaler. Interessant. Also eigentlich müsste ich hier auch ein bisschen Holz noch sammeln, ne? Und ich würde sagen, das war's dann auch wie immer mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und vor allem auch kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.